Würde mir das interessieren, ne? Was passiert, wenn ich jetzt da reingehe? Ausprobieren. Okay. Also einmal eine falsche Tür genommen, dann... Ich mag trotzdem schauen. Okay. Okay. Dann gehen wir mal durch die richtige Tür, würde ich sagen, und schauen, wo wir landen. Boah, müssen wir da ganz hoch. Ach du Scheiße. Okay, ich habe jetzt die Türen aufgemacht. Da rein. Nee. Die Tür. Da, da, da. Okay, einmal anscheinend noch. Dann sind wir oben. Zumindest sind da keine weiteren Treppen dann mehr. Was liegt da vorne? Ah, ist nur so ein schwebender Sturm. Okay. Hier, das sind das Eingeweide oder so. Oh, das ist ein Loch! Gerade noch gesehen. Mm. Okay, nice. Kann nicht auch nur von der Seite. Wenn ich dann einmal durchgegangen bin. Oh Gott, ich könnte natürlich zurück. Ich glaube, dann komme ich da wieder raus. Aber man hört da jetzt immer wieder so ein Fernsehrauschen. Ja, das wird auf jeden Fall lauter. Nice. Schaut, das ist die letzte Treppe. Oh nee. Scheiße, wohin? Oder da rein? Da rein? Oh! Ich glaube, da muss ich weiter. Okay, alles klar. Hallo, wer schnauft da so? Six!
Ist Six da entpasst? Sieht sehr lange Finger. Okay, noch kommt der Cutscene. Ja, sie ist ja auch, die Six ist ja mit der Spieluhr auch eingeführt worden, ne, in das Spiel. Und im ersten Teil, wo es um die Six geht, ist immer wieder die Spieluhr vorgekommen. Ich mag es nur mal sagen, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird auffällig. Okay, ich gehe jetzt da einfach mal hin. Zum Rufen. Kann ich da jetzt... Oh Gott, das hat jetzt ein Hammer. Aber soll ich jetzt auf die Finger schlagen oder was? Ich glaube eher, ich muss die Spieluhr zerstören. Die Spieluhr. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht taugen, ne? Ja, das war klar. Nice! Oh, das wird ja nicht gefallen, der Six. Spieluhr ist ja ein und alles. Na, tschüss, gell? Oder? Es war zu deinem Besten! War knapp. War knapp. Die Spieluhr, ne? Ihr ganze Welt bricht zusammen, wenn sie die Spieluhr nicht hat. Ja! Wohin, wohin? Unterm Tisch. Six beruhigt dich. Sie kommt nie auf das, dass wir unterm Tisch sind. Na, Prost-Mahlzeit. Prost, Mahlzeit! Da hinten ist halt eine verschlossene Tür, gell? Da ist auch eine verschlossene Tür. Glaube ich.
Wow! Ah, okay, ich verstehe. Nice, nice. Oh ne, ich hoffe, das kommt jetzt nicht so auf diese Verfolgungsjagden. Das macht... Boah, boah. Oh, Darkness. Oh ne, echt hofft? Oh, echt hofft? Ernsthaft? Wie wir ausschauen, gell? Naja, einfach mal nach rechts gehen oder so. Ah, ah. Aber wir sind wieder ein bisschen am Mond unterwegs. Wie soll denn das jetzt gehen? Achso, warte mal, ich rufe sie einfach. Ah ja, okay, gut. So, okay, Moment. Ja, ich glaube, ich weiß, was geht. Ich glaube, es war schon richtig. Ich glaube, es war schon richtig. Jetzt war das nicht los. Lass doch los! Er lässt es nicht mehr los, obwohl ich gar nicht mehr drücke, die Taste. Komisch. Da bin ich! Aber es tut ja uns irgendwie selber auch nicht gut, oder? Habe ich das Gefühl, aber... Was ist denn? Das ist ganz merkwürdig. Jetzt gehen wir nach links. Okay. Man kommt so oder so zu der gleichen Tür. Aber ich glaube, wir wollen der Six auf jeden Fall was Gutes da. Wir wollen sie ja befreien. Es liegt die Axt da oben. Nein, mal kurz überlegen. Ich brauche auf jeden Fall die Axt. Wie weit kann ich gehen? Okay.
Ihr habt die Axt? Ihr habt die Axt? Moment, 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 Moment. Ich komme halt mit der Axt da jetzt, glaube ich, nicht. Ich komme mit der Axt da nicht. Oh. Ich muss auf jeden Fall zu der Tür rechts hinten. Lass los! Lass los! Das muss in einen Ruck gehen. Ich steck fest, ich steck fest! Ich bin festgesteckt. Aber so geht's. Cooles Rätsel, eigentlich. Cooles Rätsel, cool gemacht auf jeden Fall. Aber jetzt muss vorbei sein, oder? Komm jetzt. Es reicht jetzt. Muss ich jetzt die Finger abpacken oder was soll ich da jetzt da? Ich geh jetzt einfach mal hin und schau, was passiert. Okay. Also ich muss sie rufen wahrscheinlich, ne? Spieluhr ist ja so irgendwie so eine Symbolik für die Kindheit oder so, ne? Sie klammert sie an ihr Kindheit. Und rein da. Werd erwachsen! Six! Nimm das, haut drauf! Wo ist die Axt? Okay, sie ist wieder klein. Oh, ob sie uns das jetzt best nimmt? Ich meine, wir haben sie befreit, ne? Oder? Ich glaube, wir haben sie befreit. Six, magst du Handtal halten? Was passiert? Los, komm! Falsche Richtung. Okay, Six, sie läuft dir nach. Alles wird nichts mehr. Schleimiger Gatsch. Bin ich noch am Anfang in die falsche Richtung gelaufen. Ah, sehr gut, hat er gespeichert. Da bin ich ja hängen geblieben. Warum ist das bei mir so knapp? Six! Six! Six!
sie hüpft mir auch nicht mehr, gell? Sie ist sicher besser auf uns. Steh auf, Mann! Steh auf! Okay. Oh Gott! Zeig mich bitte hoch, Six! Six! Wow! Wieso denn? Nur wegen der Spieluhr 6? Wow. Das ist also mit uns passiert. Okay. Das wäre eigentlich jetzt ein geiles Ende gewesen, finde ich. Interessant. Ich sehe jetzt echt best wegen der Spieluhr, ne? Aber sie war ja doch gefangen. Sie war ja gefangen. Wir haben sie befreit, oder nicht? Aber ich weiß es auch nicht genau. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Jabba the Hutt. Und durch diesen Verrat werden wir wahrscheinlich jetzt voll zum Besen. Stimmt's? Wir denken uns, das wird Rache geben, Six. Bin der König der Unterwelt. Oh mein Gott. Jetzt wird's interessant. Warum werden wir erwachsen und Six eigentlich nicht? Weil wir uns verwandeln wahrscheinlich. Zu Slenderman. Na, eigentlich schauen wir ganz normal aus. Wer sind wir? Wir sind sicher irgendeine wichtige Person, die wir schon kennen. Na, was glaubt ihr? Wir sitzen immer nur auf dem Sessel? Boah, da muss uns so voll der Hintern weh, da. Oh, nö. Unsere Bestimmung.
Geil.
hätte mir jetzt so gern irgendeine Szene gewünscht, dass man noch irgendwas sieht. Schade. Ey, so geil. Little Nightmares 2, richtig geil. Genauso cool wie der erste Teil. Aber ich verstehe es echt nicht, warum Six das gemacht hat, gell? Wir haben sie dreimal befreit. Wir haben sie am Anfang befreit, wo sie auch gesessen ist mit der Spieluhr. Bei dem Jäger, ne? Im Wald. Dann das zweite Mal haben wir sie von den Puppen befreit. Und das dritte Mal haben wir sie da aus dem Fernseher gerettet. Und dann lässt sie uns einfach fallen. Das verstehe ich nicht, warum. Hat Six in uns schon das Böse gesehen oder so? Oder ist sie einfach nur Arsch? Keine Ahnung. Und durch diesen Verrat waren wir so enttäuscht, dass wir uns selber zum Bösen wurden sind. Und ich habe mir jetzt dauernd versucht zu erinnern an den ersten Teil von Six. Wie war sie da? Weil sie hat sich ja auch im Laufe des Spieles hat sie sich auch voll verändert, wo man sich gedacht hat, so komisch verhält sie. Ne? Also ich kann mich da an keine genauen Szenen mehr erinnern. Aber es war schon so, dass sie ja bäs geworden ist. Oder? War das nicht irgendwie so? Und ganz zum Schluss ist sie ja auch quasi eigentlich ja böse geworden, oder? Sie hat doch dann irgendwie die ganzen Energien oder irgendwie so immer eingesaugt. Oder war das nicht so? Ah, scheiße, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall, ja. Also bis jetzt sind die Charaktere, was wir gespielt haben, zum Schluss auch immer base waren in Little Nightmares. Ich bin jetzt schon gespannt auf den. Also ich weiß nicht, ob es einen dritten Teil gibt, aber es wäre natürlich sehr cool, wenn es einen dritten Teil gibt. Und wenn man da vielleicht die Six wieder spielt und dann von dem Slenderman-Typen immer verfolgt wird oder irgendwie so, weil dann weiß man warum, ne? Oder vielleicht spielt man ganz wie einen anderen und man. Man gerät zwischen die Fronten, zwischen die zwei oder irgendwie so. Naja. Ach, schaut mal, ich konnte die Hüte gar nicht mehr auswählen. Ich wollte jetzt mal gerade schauen, ob ich alle Hüte gesammelt habe. Eins von zwei. Wow! Überreste 1 von 4 nur. Hütte gesammelt 2. Das ist die Schule. Gar keine Hütte. Und da gibt's nichts. Ah ja, gut, okay. Haben wir schon viel übersehen eigentlich. Also relativ viel übersehen. Aber es macht ja nichts. Ja gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Genauso wie mir, Little Nightmares kann man immer spielen. Ist so cool. Und ja, aber die Story verstehe ich trotzdem nicht ganz. Muss ich zugeben. Aber was dann wir jetzt in der Slenderman? Dann wir jetzt in Euler die kleinen Kinder verschleppen und in Pyjama initiieren? Keine Ahnung. Egal, werden wir da ein bisschen im Internet was durchlesen zur Geschichte, weil das interessiert mich schon sehr, was da für Theorien gibt. Na gut, Leute, dann werden wir das Let's Play da jetzt beenden. Boah, gibt's da ein DLC eigentlich? Weiß ich gar nicht. Oder hab ich den? Ach, keine Ahnung. Leute, wir beenden dieses Let's Play und wir sehen uns hoffentlich in einem weiteren wieder. Bis dahin, ciao.